Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Hass Reiter und wir haben heute ein neues vorgestellt, AIWA 2. Und zwar ist da ein DLC heute rausgekommen, 18.05.2021. Wenn ihr die Folge mal später guckt, dann wisst ihr, wann es gewesen ist. Und ja, wir wollen da mal reinschauen. Der Craig von Arken Games hat mir den Key freundlicherweise zur Verfügung gestellt. Vielen Dank dafür. Und ja, wir machen hier ein Profil und schauen mal rein, wie das bei uns dann so aussieht. Ne? Profil ist, ja, Ass Reiter machen wir mal, wenn das so geht. Und die Farbe gefällt mir allerdings im Blau nicht. Das ist so kalt. Ich hätte gern was Rotes oder Grünes oder Braunes. Das ist warm, ne? Ich glaube, ich nehme mal... welche Farbe nehmen wir denn hier mal so? Da gibt es ja ganz viele. Choose Team Color and Trim. Das ist jetzt ausgesucht. Also grün ist ja auch schon nicht schlecht, ne? Dieses Grün vielleicht. Irgendwie ist das ein bisschen verschoben. Komisch. Mal hoffen, dass es geht. So, passt's. Einen Schritt weiter. Right-click fleets in Sidebar. Jetzt müssen wir noch Settings. Ich habe es noch überhaupt nicht gespielt. Ich habe noch keinen blassen Schimmer, was hier los ist. Ich habe mal ein Video geguckt halt, damit ich ein bisschen weiß, worum es geht. Auto save every X minutes. Keep this many autosaves. 3, okay. Expansionen, wie gesagt, sieht er, da ist es drinne. Mods gibt es da auch, haben wir aber keins drinne, weil ich auch gar keinen blassen Schimmer habe, was da gut und was schlecht ist, wofür es ist. Aber das ist auch nicht schlimm, wir wollen das Spiel ja mal einmal erstmal angucken. Set Engineer to Auto Work. Display. Framerate ist Use Full Screen ist 1000, Full HD haben wir im Endeffekt. Ja, ich glaube 2018 ist das Spiel das erste rausgekommen, also das Basisspiel. Hier kann man nicht runter, da muss man scrollen auf diese Art und Weise, okay. Was mich noch interessieren würde, wäre halt eine deutsche Sprache. Aber dem sieht es wohl nicht so aus, dass es das hier gibt. Settings sind sehr interessant. Ja, Networking, Multiplayer gibt es halt auch und Show Advanced Settings. Aha. Da gibt es auch noch Erweiterungen. Aber ich glaube, mit der Sprache werden wir wohl nichts kriegen. Vielleicht gibt es da aber Mod, das könnte natürlich sein. Das weiß ich jetzt natürlich nicht. Aber das sind wohl Eier. Exotic Ships, Extended Japans, Frigate, Focus, Kaisers, Marauders, Macrophage, Historic, keine Ahnung. SK Civilian Industries, Spire, Railgun Shop. Ja, ich glaube, sprachentechnisch ist da jetzt nichts bei. Und ich glaube, auch hier wird jetzt nichts weiteres sein, um das Ganze auf Deutsch zu kriegen, oder? Ja, okay, dann saven wir das erstmal. Ist aber jetzt nicht ganz so wild. Tutorial, ist klar, da sollten wir vielleicht spielen. Settings, Controls, More, Exit Game, was ist More? Discord, Stuff Credits, Kickstarter Credits, Background Story, Port a Bug. Das kann man hier mal alles machen, so, ne? Controls ist klar, Multiplayer now in public, not in public, better. Okay, Singleplayer. View Tutorial instead, now play now, now in View Tutorial, wollen wir machen, ne? Wir spielen die Tutorials durch. Basic Planetary Controls gucken wir uns erstmal an. Und ich sag mal, da steigen wir jetzt gleich im Dingens ein. Sag schon, nach dem Intro. Wir sehen uns gleich. So, Tutorial Step 1 von 5. Welcome to the first tutorial of AI Wars 2. This one is about moving the camera plus sect. Okay, das ist, ja, WASD werden wir wohl schon hinkriegen. Complete click here to continue. Okay, ja, dann wissen wir das auch schon mal. Tutorial Step 2. You can get fairly close up to the action for far out. Able to screen. Achso, das meinen sie hier mit rein und rauszoomen, ist klar. WASD und dann kann ich hier so richtig schön an diese Station ran. Wie man sieht, sieht die auch ganz nett aus.
Lastly, you can hold Q on your keyboard or your force mouse button if you have a 4 plus button mouse and more the mouse to tilt the camera. Ja, hab ich nicht. Dann würde ich sagen, drücken wir mal Q. Habe ich gemacht. Wenn du Q drückst, kannst du die Karte so drücken. Ja, gut. Step complete. Tutorial Step 4 von 5. You may have noticed what appears to some form of ship. This is an assault frigate. To select it, use a click on. Also ich soll jetzt eine... Warte mal, muss ich rauszoomen, um das zu sehen? Soll ich, when you have selected the frigate, it's time to make it move. Das ist meine Kommandostation. Da oben ist auch noch was. Ah, da ist die Fregatte. Die sollte ich auswählen, was ich gerade getan habe. Okay, wie sieht denn die aus? Dann gucken wir mal gerade näher rein. Okay. Q und dann kann ich mir die auch anders ansehen. Aha, sehr interessant. Ein schöner Kasten. Move the mouse anywhere on the planet you like and do a right click to the frigate will start to go there. Okay. Naturally. Okay. Good. Step complete, click here to continue. Step 5 von 5. Now we'll go on to some target of our radius. Drone we've got up before on this planet. Wo sind denn jetzt die Drohnen dann? Das Drohnen. Target Drone, okay. Die soll jetzt bestimmt angreifen, ne? To tower. Attack one, simply right click on it, destroy all the drones. Okay. Dann werden wir das mal tun. Schauen wir mal, dass wir die Drohnen kaputt machen. Wir schießen auch gleich schon die zweite an. Das war eine Drohne, sehr leicht aufgelöst. Und noch ein Schuss und weg ist er. Ne? Man sieht nicht so ganz, wie sie trifft. Hört vorher auf, ne? Okay, dann nochmal. Zack. Da gibt es auch eine bessere Waffe wahrscheinlich. Ja. Asteroidengürtel, der ist auch da. Und dann noch die letzte Drohne. Okay, kaputt. So, erstes Tutorial erledigt. Click here to run to the tutorial selection screen. Okay, dann nehmen wir den zweiten. Basic Galactic Controls. Tutorial Step 1 von 6. Welcome to the second tutorial of RE War 2. This one is about using the galaxy map, sending our views to different planets and moving our units between them. Okay, currently we have looking at a certain planet. We have want to look at the galaxy map, which we can get to through two different ways. Press tab button on the keyboard or click the current planet name in the very top left corner. Aha, okay, Murdoch. Step completed. This is a galaxy. There's not much to see right now. You can move around this screen just like the planet view. Okay. The currently selected planet is highlighted in a white circle. Haben wir auch. To see the names of planets, hold the control key. Ah, Midlanders. Midlander 1. To take our view to Midlander, to do so, click on it to select. Machen wir mal. Then either press tab or click the very left corner again. Machen wir jetzt mal hier den Midlander und dann kommen wir dahin. Okay. Da ist aber nichts los. Also da ist schon was los, aber wir sind noch nicht da, ne? Also kommen wir, reisen wir von einem Planeten zum anderen. Sehr interessant. This is a galaxy, there's no much. Achso, so klickt er. Ja, haben wir erledigt. You can also take your view to a planet by double clicking on it. Okay.
Now we're looking at an AI-controlled plant. We're going to try attacking this, but first we need to go back to Murdoch and select our frigates. You might have noticed. Things on the side when looking around on the planet. These are wormholes. Every planet is connected via a chain of these. And units use them to get around the galaxy. There are also another way of changing what planet we view. To use this to go back to Murdoch, hold control and click the wormhole leading there. Also das da, ne? Okay, dann sind wir wieder hier. Das war Midland und hier sind wir. Okay. Sehr schön. Dann wissen wir da auch, dass wir da durchkommen. Now select one of the frigates. Is this Raid Frigate? Yeah. We're going to send it through a wormhole. There are two methods. One we can do from this view and one on the galaxy map. With this frigate we'll do the first. Just left, like how we sent our usual with control and click, we can send this unit. Aha, das heißt, ich muss Control klicken, dann fliegt's da durch. Aha, ich habe nicht richtig getroffen. Use this send to the frigate. We select to Midlander, then send your view through and wait for it. Use this to send the frigate. We select it to Midlander, then send your view through. Okay. Ja, wo ist meine Fregatte jetzt hin? Hätte ich ja gerne noch gesehen, da, ne? Die ist jetzt nicht da, ne? Ach, ich habe sie wahrscheinlich gerade wieder da durchgeschickt. Jetzt mache ich gerade was falsch, weil ich nicht weiß, wie es geht. Ich muss die auswählen, dann Control drücken und dann bin ich durch. Und jetzt rechtsklicken, so. So, jetzt haben wir sie da, die Fregatte. Ja, irgendwie hat es geklappt, ne? Aber es war etwas schwierig. Use this send to the frigate, we selected to Midlander, then send your way view through and wait for it. Haben wir gemacht. There are some enemies here, so we'll probably want our other frigates to come as well. Now we'll try to the method using the frigates we left behind. First send our view back to the planet we came from. Select all three frigates. Gut. Da müssen wir jetzt mal rauszoomen und die drei haben. Came from select our frigates, we left there, then go back to the galaxy map. Gehen wir galaxy map und dann gehen wir da right click dahin wahrscheinlich, ne? Remember you can use a tab button or clicking on the current planet name in the very top left corner to swap from planet to planet. Da sind sie auch schon angekommen. So, extra to pressing the M button on the keyboard will select all major ships on the current map. Okay. Starting now, ja. Und jetzt? Weiß nicht, was wir jetzt machen müssen. Remember, you can use the tab button or click on the... Ich habe doch alles schon richtig gemacht, oder? Was sind das für Geräusche hier? Kann mir jetzt mal einer erklären? Upgate. AI Command Station. Also ich weiß nicht, was ich jetzt hier noch tun soll. Metal Harvester. There are some enemies here, so we'll probably want our other frigates to come as well. Now we'll try the other method using the... Ich bin doch bei Midlander hier, ne? Das ist doch richtig, da sollte ich doch hin. Using the frigate we left behind. First send your view back to the planet we came from. Ich habe es wahrscheinlich falsch gemacht in irgendeiner Form. Jetzt fliegen wir erstmal zurück. Das
So, dann springen wir da nochmal rein. Jetzt bin ich hier. First send your view back to the planet we came from. Select all three frigates we left there. Then go back to the galaxy map. Das machen wir jetzt erstmal. So. Jetzt steht ihr erledigt. Sehr gut, ne? Remember, you can use the tab button or clicking on the current planet name in the very top left corner to swap from planet to galaxy map. Okay. You might notice in the bottom right corner that we still have our frigate selected. Da sehe ich hier, dass wir die ausgewählt haben. Dreimal mit 100%. Okay. You want to send them to Midlander, the AI controlled planet we sent the first frigate to. All we have to do here is simply right click on Midlander. Gut. So, this tutorial has been completed. Ja, da sind sie jetzt. Select. Gut, einer geht noch, ne? Da haben wir die Hälfte. Basic of fleets and buildings. Welcome to the third tutorial of AI Wars 2. This one is about the basics of the fleet system, which every unit of ours is in, as well as building those units, both ships and structures. 1 von 11. Okay, das dauert länger. You see two new units on this planet, a transport flagship and a gravity battle station. Select the transport flagship. Ja. Metal Harvester. You see transport flagship and select the transport flagship gravity. Okay, dann ist das hier das transport flagship. Okay. The Transport Flagship is the leader of a mobile combat fleet, which is made up of units such as the frigates we've seen before. For simplicity, those specific frigates were keyboards. Okay. Now select the gravity. Da, machen wir das. Gut. The gravity battle station is the leader of a defensive fleet, which is made up. Okay. Hovering your mouse over this. Gravity Battleship MK1 of Us Reiter Zeus Guard. Yeah, you see mention instead of several turrets types. Select it now. The last thing has been there as a previous tutorial, but hasn't been relevant up to now, and that is a home command station. Human home command station. Haben wir. 4 von 11. Command stations are how we control a planet and make use of the resources there. They are essentially the fleet leader of the planet in a way. Okay. The space station is our home, which is destroyed, means we lose. It's very much like a king and cheese. Wenn ich darüber hover, sehe ich da unten alles. Gut. Engineers, factories and some turrets its own. Okay, how about we get building some of the units that these fleets contain? Take a look at the left side of the screen at the sidebar. There's a number of tabs here. Okay, die sehen wir hier. Sehr schön. Feel free to take a look through, but when you're ready, keep the build tab until Hex Tech Build. Manage Fleet. Close. Muss ich jetzt erst alles anklicken, oder was? Close. Feel free to take a look through, but when you are ready, keep the Build tab open. We are going to set up a factory. Ach so, das ist hier wahrscheinlich der Tab oder was, at local planet. Das ist a hotkey to open it, all being the first letter of their name, B for building. Ah, jetzt hat's doch geklappt, es hat mit dem Klicken nicht geklappt. Irgendwie klappt das hier, ah. Irgendwie ist die Ansicht verschoben. Das ist unser Problem, wie wir gerade sehen. Da müssen wir nächstes Mal noch was machen. Gut,
4 von 11. Command stations are how we control a planet and make use of the resources there. They are essentially the fleet leader of the planet in a way. This particular station is our home, which if it is destroyed means we lose. It's very much like... Achso, ja, haben wir alles schon gelesen, ne? Hahaha. Step 5 von 11. You foresee us of possible options here. Group and infrastructure, ja, kann man alles bauen. We want to build a factory, place it at work, it won't take long to finish, but feel free to press the key. Ja, machen wir die da hin, oder? Klick. Ja. Haben wir erledigt. You should now see units coming out of the transport flagship when the factory is completed. Factories are how we reinforce mobile combat fleets. Okay, ist gleich fertig. Okay, und was passiert dann? The factory was part of the command station fleet. If you hover the mouse over the one we just built. Okay. Command Station Fleet, Transport Flagship, ne? Engineer 2. Command, ach, da oben. Da kommt was raus oder vertue ich mich da? Let's try building some turrets from our battle station. Which is the driven fleet. Look under the turrets part of the build tab and look for ambush turrets. Turrets. Ambush Turrets. Habe ich? Note under the name that it says what fleet it is part of. Jorvia Guard. Hovering over the battle station tells us it's. Again at the top of the tooltip battle station Jorvia Guard. Wo ist das Tooltip? Build some ambush turrets. Wie mache ich das denn? Factory? Transport Flagship? Gravity Base Station. Ist jetzt für mich hier wieder mal so Metal Harvest da, ist klar. Jetzt baue ich den da mal hin, ne? Weiter. Why structures such as a factory and turrets cannot move, battle stations and later citadels are very similar things to battle stations can. This is important because we can only build structures from a fleet if the leader is present. Okay, das weg. Ambush turrets. Okay, let's try building some turrets on a different planet. Send the battle station to Sidelander. Build some construction to its battle station. Wo ist denn das battle station Ding jetzt hier? Das ist eine Factory. Battle station. Wo muss das hin? Nach Sidelanders. Okay, das war falsch. Ich muss da nicht rechts klicken, sondern links klicken. Ausgewählt habe ich es noch. Control drücken, um zu sehen, wo es ist. Ah, das muss dann da oben sein. Ja. Ist das schon unser Schiff hier? Transport Flagship, ne. Murdoch. Braucht der länger oder habe ich es nicht geschafft? Ah, warte mal, jetzt ist er gesprungen. Es hat nur länger gedauert. Da ist er. Let's try building some turrets on a different planet. Send the battle station to settle at the top left corner and build some concussion turrets. Build haben wir hier, ja. Turrets. Okay, machen wir das da. Haben wir.
Now that we are looking here, we can see another transport flagship, but it's currently neutral. How about we capture this so we can strengthen our mobile forces? We can only capture this like this if we actually control the planet. Luckily, this planet is neutral already and we can build our station without a fight. If the AI owns the planet, we have to destroy their stations first. Only the flagship of a mobile combat fleet can build a command station, so we need to bring our transport flagship over here. When you've done that, we build Tapwall now show on command station section pickup. Das heißt, ich muss wieder zurück. Nein. Muss hier unser. Wen muss ich holen? However, only the flagship of a mobile combat fleet can build command station, so we need to bring our transport flagship dahin. Sidewinder. Murdoch. Habe ich noch ausgewählt? Ja, ich muss das rechtsklicken und fliegt er dahin, ne? Okay, da hat sich's geändert. When you've done that, the build tab will now show a command station section. Hammer. Pick a logistical and build it. Läuft. When it is finished, it will capture or claim the new flagship, okay? Gut. Dann haben wir das gleich, ne? Ja. Gut. Other notes. 20 AEP from Capture Planet. To step 9. Now we have a second fleet. This is a notable jump in our mobile force range. There are other types of capturable goodies in the galaxy and they are taken. Okay, when the flagship is repaired, the unit in the fleet should start appearing as the factory we built earlier is working away. We have to be here, however, so now is a good time to look at the fleet's tab. So, da haben wir den Fleet Tab. This tab shows all the fleets you currently have. Okay, da sind alle unsere Flugeinheiten. Und dann Mobile Strike. Hold the strike holders. Mobile Strike Battle Station. Are evolved, digging through our scrap to find something to recycle. Admirable, but. Keine Ahnung, was der mir gerade erzählen wollte. Strike hole and select the new fleet. Habe ich gemacht. If you left click on one of the mobile strike fleet. To the flagship. If you right click one of these, it will select the entire fleet for us. This let us order it around. Also ich muss jetzt erstmal links klicken und dann muss ich das erstmal loswerden vielleicht. So, jetzt habe ich das. Und was möchte mir jetzt sagen? Strike Hoses and the new one Strike Holland. However, remember. Such as current and maximum unit count. If a factory is in range and some other little bits. Muss ich jetzt eine Factory bauen? If you right click on one of these, it will select the entire fleet for us. If you right click. Aha, das war der Schritt. Now enable transport mode. All of the currently built units will enter the flagship and any more that. Aha. Wo ist das aber? Transport. Now enable transport mode. Wo ist denn der transport mode? Ah, transport loading in. Alles klar, habe ich gefunden. Und dann kann ich das closen. Dann wähle ich das aus. Ist ausgewählt, oder? Ja, okay.
Und dann fliege ich nach Murdoch zurück. Zack. So, und der muss jetzt gleich hier irgendwo ankommen. Das ist da. Okay, dann haben wir das geschafft. This tutorial has been completed. Click to return to the tutorial section screen. Okay, da sind wir erstmal ein ganzes Stück weiter. Nächstes Mal waren wir 4, 5 und 99. Keine Ahnung, wo das 99 ist. Vielleicht kommen dann noch die anderen 94 dazwischen. Schauen wir mal. Ich würde sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keine Ahnung habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an. Dann kriegt ihr mit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben, was ihr von dem Spiel halt, schreibt mal rein und so. Und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Ich wünsche euch was. Bis dann. Ciao.